Zunächst möchte ich mich herzlich bei den Organisatoren bedanken, vor allem bei Dr. Kellner für die Einladung. Und das Thema, über das ich zu Ihnen sprechen möchte, ist die Rechtslage in islamischen Staaten zu dem Status pränatalen Lebens. Dazu habe ich Ihnen eine Aufstellung gemacht von dem, über das, was ich gleich sagen möchte. Ich werde mich versuchen, kurz zu fassen, damit wir noch den Zeitraum einigermaßen einhalten. Frage, an der ich dieses Thema festgemacht habe, ist der Schwangerschaftsabbruch. Über die einzelnen vielen Themen, die man thematisieren könnte, die Embryonenforschung und Präimplantationsdiagnostik, das kann ich hier nicht thematisieren, das würde zu weit führen. Und deshalb habe ich mich für den Schwangerschaftsabbruch als Beispiel entschieden. Eine Sache vielleicht noch, bevor ich richtig loslege, von der Sprechweise. Ich verwende Schwangerschaftsabbruch und Abtreibung synonym, da steckt da keine Wertung hinter. Und ich sage vereinfachenderweise islamischen Staaten, obwohl es in der Mehrzahl keine islamischen Staaten sind, sondern islamisch geprägte Staaten. Also da bitte ich Sie, nicht meine Worte zu sehr auf die Goldwaage zu legen. Nun möchte ich etwas Allgemeines zu islamischen Staaten und zur Bioethik sagen in diesen Staaten. Es gibt aus westlicher Sicht Regelungsdefizite in bioethischen Fragen. Da liegt natürlich an der Natur dieser Staaten, das habe ich in Anführungsstrichen gestellt. Professor Barrell hat schon darauf Bezug genommen. Diese Staaten haben spezifische Probleme. Das sind zum Teil Diktaturen, es sind Staaten, die stark ideologisiert sind. Und die sind nicht vergleichbar mit einem demokratischen Staat wie Deutschland. Und dort funktioniert Nationalstaatlichkeit anders als bei uns. Die Durchdringungstiefe des Staates ist auch nicht so gegeben wie bei uns. Also ist dort gegeben, wie es bei uns eben nicht ist. Also der Staat nimmt viel mehr Einfluss auf Entscheidungen. Das hat Professor Barthel auch schon gezeigt. Und viele der Fragen, die rund um die Lebenswissenschaften bei uns thematisiert werden und stark diskutiert werden, sind einfach aus der Sicht mancher Staaten im Orient Luxusprobleme. Wenn Sie an Afghanistan denken oder auch an Irak, dann gibt es unmittelbare Bedürfnisse nach Sicherheit und nach einem guten Leben in Sicherheit. Und da sind Embryonenforschung und Status des Embryos sind da auch wichtige Fragen sicherlich, aber Fragen, die nachrangig sind, wo erstmal primäre Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Und ein Punkt, der sich deutlich zeigt in den Staaten des Nahen Ostens, und da sind sie auch nicht alleine, das ist Afrika genauso zu nennen und Südamerika auch, bioethisches und medizinethisches Engagement hängt ganz, ganz stark an Personen. An Personen, die sich für diese Fragen engagieren. Es sind Personen wie Professor Borrelli und Professor Albar, die dort Knotenpunkte bilden gewissermaßen für bioethische Fragen und dadurch auch präsent sind. Und ein weiterer Aspekt, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte, ist, dass eben Fragen der Ethik immer auch als religiöse Fragen wahrgenommen werden und dass auch gar nicht so sehr verlangt wird vom Staat, dass er sie lösen soll. Das ist vielleicht in Deutschland nicht ganz so verständlich, wo man sehr offen und über bioethische Fragen und medizinethische Fragen in der Öffentlichkeit diskutiert. Aber viele der medizinethischen Fragen werden wahrgenommen als ganz gewöhnliche Fragen, also die bewältigt werden sollen. Und das heißt, dass der Einzelne im Zweifelsfall an seine Vertrauensperson an einen Mufti zum Beispiel wendet. Ja, meine Ausführungen habe ich jetzt am
Beispiel des Schwangerschaftsabbruchs. Zuvor noch ein, Sie hatten es eben gesehen, möchte ich ganz kurz auf das, den Status säkularen Rechts in den Nahen und Mittleren Osten zu sprechen kommen. Da kann ich nur verallgemeinert sprechen. Das ist ins Detail zu gehen, da müsste man über jeden Staat einzeln sprechen, weil jeder Staat eine unterschiedliche Geschichte hat, auch eine unterschiedliche Verfassungsgeschichte. Und in der vorkolonialen Zeit jedenfalls gab es eine Trennung zwischen religiösem Recht und königlichem Recht. Also das, was immer propagiert wird, eine Trennung zwischen religiösem Recht und weltlichem Recht, das daran ist die islamische Welt schon lange gewöhnt. Es gab Herrschaftsdekrete, die auch nicht zwangsläufig islamischen Regelungen entsprechen mussten. Und das wurde kritisiert, immer kritisiert. Und das wurde thematisiert in Debatten. Aber dass es säkulares Recht, also Herrscherrecht gab, das war immer klar. Und koloniale Zeit, die brachte daran eine gewisse Veränderung, nämlich mit den Gedanken, die Europäer in den Orient brachten, an Staatlichkeit, an Regelungsbedürftigkeit. Und da gaben sie ihr Beispiel ab, den arabischen Staaten zum Beispiel. Und regten sie an, die Entscheidungsträger und Regierungen, sich nach dem europäischen Vorbild zu richten. Und das hieß dann eben starke Reglementierung auch in Fragen, die eigentlich in die Bereiche des islamischen Rechts fallen. Und da sehen Sie vor allem natürlich die Fragen Ehe, Familien- und Erbschaftsrecht, aber auch eine Frage des Schwangerschaftsabbruchs. Und auch nach der kolonialen Zeit ist das europäische bzw. das westliche Vorbild dominierend geblieben. Und auch heute noch, also wenn man zum Beispiel hier die Staaten dieser Welt, muss man eigentlich sagen, auf das Reglement der UNESCO oder der WHO verpflichtet, dann ist das ein westliches Modell, auf was man sich verpflichtet. Also ganz technisch gesprochen und ganz ohne Bewertung, man bezieht sie ein in einen westlichen Wertediskurs, nach westlichem Muster geführten Wertediskurs. Und das muss man sich bewusst machen. Und jetzt auf die Einzelstaaten, da reite ich gewissermaßen jetzt ein paar Fortschritte mit Ihnen durch und hoffe, dass ich Sie dabei nicht abhänge. In der Kolonialzeit war in Tunesien der Schwangerschaftsabbruch verboten. Frankreich war die Kolonialmacht. Im Code Penal ist der Schwangerschaftsabbruch strikt verboten gewesen und das galt dann eben auch für Tunesien. Wenn Sie die Ausführung von Professor Albar noch im Hinterkopf haben, da wissen Sie, islamische Rechtsgelehrte sind, wenn es um die Frage der Ermöglichung eines Schwangerschaftsabbruchs geht, in Konfliktsituationen offen. Das heißt, je früher der Konflikt thematisiert ist, je früher der Abbruch durchgeführt wird, desto wohlwollender oder nachsichtiger sind islamische Rechtsgelehrte. Aber auf einmal tritt dann in Tunesien ein sehr strikt verstandenes Abtreibungsrecht auf, was im Grunde dem islamischen Hintergrund gar nicht mehr entspricht. Das ist eine wichtige Frage, also die muss man auch heute noch präsent haben. Und nach der Unabhängigkeit änderte sich das. Denn die Unabhängigkeit brachte, zumindest in Tunesien, eine Stärkung der Stellung der Frau. Frauenrechte wurden eingeführt. Und eine effiziente Bevölkerungspolitik mit dem Ziel der Verringerung des Bevölkerungswachstums wurde eingeführt. Das ist, damit richtete sich Tunesien sehr, sehr stark eben wieder nach westlichen Vorgaben. Und das hatte auch Gründe. Also die Gründe sind, dass Tunesien an Europa andocken wollte, um teilzuhaben am wirtschaftlichen Austausch, am wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Austausch, an der Modernisierung des Staates. Und da wollte man ansprechbar sein, gerade bei den Fragen, die den Europäern wichtig sind. Das sind Frauenfragen, Gleichheitsfragen und dergleichen. Und deshalb führte man relativ schnell nach der Unabhängigkeit, schon also 10 Jahre später, eine Abtreibungsmöglichkeit ein, die man vorher, also im islamischen Recht auch überhaupt gar nicht kennt. Und zwar für Frauen, die schon 5 Kinder hatten, die konnten dann
ohne Einwilligung des Ehemannes einen Schwangerschaftsabbruch erbitten. Und das ist eine, gewissermaßen eine Revolution, weil ein Schwangerschaftsabbruch nach islamischen Kriterien, dass der ist nicht gebunden an die Kinderzahl. Auf gar keinen Fall. Das ist, da steckt, würde dann so etwas wie eine soziale Indikation dahinter stecken und die wird ganz klar abgelehnt von allen islamischen Rechtsgelehrten. Und eine weitere Liberalisierung des Abtreibungsrechts wurde dann durch das 10 Jahre später Gesetz der Reform des Strafkodex ermöglicht, und zwar innerhalb der ersten 3 Monate, dass Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden durften. Und nach diesen 3 Monaten eben nur mal nach medizinischer Indikation. Also wenn eine Schädigung des Fötus vorliegt, genetische Probleme und dergleichen. Aber auch eine psychische Indikation wurde ebenfalls da eingefügt, was auch heftig diskutiert wird. Und Abtreibungen sind nicht nur bei verheirateten Frauen erlaubt, sondern auch bei unverheirateten Frauen und sogar Ausländern. Das heißt, das Abtreibungsrecht steht sehr weit offen in Tunesien. Und die einzige Beschränkung ist eben, dass der Abbruch an einem staatlich anerkannten Zentrum durchgeführt werden muss. Also an einer nicht anerkannten Einrichtung ist der Abbruch verboten, dann illegal. Ja, das ist allerdings die liberalste Lösung im Nahen Osten. Und die ist jetzt durch die islamisch geprägten Regierungen stark unter Debatte, ob man bei diesem Abtreibungsrecht bleiben soll. Ähnlich vom Ausgangspunkt sieht es in Ägypten aus. Es gilt ein ganz striktes Abtreibungsverbot schon im 19. Jahrhundert und erlaubt die Abtreibung nur im Notfall. Und nach der Unabhängigkeit bleibt dieses Abtreibungsverbot erhalten. Trotzdem, dass das islamische Recht, man kann es nicht häufig genug sagen, eigentlich Fälle vorsieht, wo Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind. Oder nicht erlaubt sind, sondern möglich sind und angeraten sind. Das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs, das gilt genauso wie früher, wie 1936, auch heute in Ägypten sofort. Schwangerschaftsabbrüche sind nur nach dem Notstandsrecht möglich. Das heißt, sie sind im Gesetz selber nicht vorgesehen und dürfen nur durchgeführt werden, um das Leben der Mutter im akuten Fall zu retten. Das ist eine sehr, sehr harte Regelung, dass also die Frauen dazu zwingt, auch den defekten Fötus auszutragen, das ein sehr großes medizinisches Risiko darstellt. Und dieses Verbot ist von mehreren Regierungen bisher immer wieder bestätigt worden. Allerdings gibt es in Ägypten genau über dieses starke Abtreibungsverbot eine sehr lebhaft geführte gesellschaftliche Debatte, in die auch regelmäßig die Großmuftis von Ägypten eingreifen. Wenn man sich jetzt so ein paradigmatisches, beispielhaftes islamisches Land anschaut, wie Saudi-Arabien, dann sieht es dort ähnlich aus. Erstmal muss ich auf das Strafgesetz zu sprechen kommen, das es dort nicht gibt. Also in Saudi-Arabien ist das Strafrecht erfolgt das nach hanbalitischem Recht, das heißt nach religiösem Recht. Und die hanbalitische Rechtsschule sieht vor, dass Schwangerschaftsabbrüche innerhalb der ersten 40 Tage, also im Notfallstadium, dass die da erlaubt sind. Und das hat das älteste Komitee der islamischen Rechtsgelehrten in Saudi-Arabien auch so benannt. Das heißt, eigentlich ist der Schwangerschaftsabbruch verboten. Im Hintergrund steht das sehr positiv besetzte Lebensgebot, das der Islam ausspricht. Und es erlaubt eben nur dann den Abbruch, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist. Und dass auch nicht damit Missbrauch betrieben wird, wird dadurch Sicherheit getragen, dass ein Ad-hoc-Gremium von Ärzten darüber befinden muss, ob denn tatsächlich ein Notfall vorliegt. Und
der dort ist dann eben innerhalb der ersten 40 Tage, also im Notfallstadium, im Stadium, wo das Professor Alban geschildert hat, ist es erlaubt. Aus finanziellen und Geburtenplanungsgründen ist es allerdings verboten. Und da treffen sich dann auch diese Auffassung mit vielen anderen muslimischen Rechtsgelehrten. Jetzt mein letzter Exkurs oder mein letztes Beispiel ist die Türkei. Die Türkei als ein Land, das sehr nah an Europa dran ist und wo, was für uns wichtig ist, weil sehr viele türkische Menschen in Deutschland leben. Und im Osmanischen Reich war der Schwangerschaftsabbruch verboten zunächst. Und das änderte sich zunächst erst einmal nicht im neuen Strafgesetzbuch nach der Aufrufung der Republik. Da stand auch ein Abtreibungsverbot drin. Und auch noch ein Verbot von Verhütungsmitteln und Bevölkerungsplanung. Denn Sie wissen das natürlich, aber man muss es dann trotzdem dazu sagen, die türkische Republik ist eine nationalistisch orientierte Einheit, staatliche Einheit gewesen. Und für Nationalisten ist es eben wichtig, dass das Volk stark ist und groß wird und wächst. Und da ist natürlich ein Schwangerschaftsabbruch eine Bedrohung. Und das, da kann man das so interpretieren. Allerdings änderte sich das mit dem Bevölkerungsplanungsgesetz 1983. Auch im Zuge dessen, dass die Türkei internationale Standards einhalten wollte und sich auch mittlerweile Bevölkerungswachstum als ein Problem, als ein ökonomisches Problem gesehen hat. Und da führte man eine Fristenlösung ein, dass die Abtreibung bis zur 10. Woche ermöglicht und danach eben ist sie nur noch aus einer medizinischen, eugenischen Notfallindikation möglich. Was man allerdings jetzt sagen muss, die Türkei hat eine islamisch motivierte Regierung und Recep Tayyip Erdogan als Ministerpräsident lancierte 2012 ein Gesetzesprojekt, das eine Verschärfung des Abtreibungsrechts vorsah, wo nur noch an bestimmten Zentren Abtreibungen vorgenommen werden sollen, nicht mehr in regionalen oder lokalen Zentren, sondern nur noch in größeren städtischen. Und das ist natürlich für Frauen, die im ländlichen Gebiet wohnen, bedeutet das eigentlich, dass sie gar keine Schwangerschaftsabbrüche mehr vornehmen können. Erdogan spricht von Schwangerschaftsabbruch, auch immer von Schlachten des Embryos und solche ganz starken Begriffe verwendet er. Und das zeigt eben, dass von islamischer Seite der Schwangerschaftsabbruch als ein Kampfbegriff gewertet wird. Und jetzt möchte ich damit auch mein Resümee anschließen. Von verschiedenen Seiten wird eben immer wieder die Ansicht vertreten, dass der Islam die Abtreibung erlaubt. Das kann man so nicht sagen. Denn die Mehrzahl der islamischen Staaten, also die Mehrzahl der islamischen Rechtsgelehrten, gibt Möglichkeiten, unter welchen Bedingungen Schwangerschaftsabbrüche möglich sind. Zum Beispiel innerhalb des Notfallstadiums, unter bestimmten Gründen, aber von einer blanken Erlaubnis kann nicht gesprochen werden. Da gilt der Lebensschutz. Die Überzahl der islamisch geprägten Staaten verfügt über sehr strenge Abtreibungsverbote. Und selbst in Staaten wie Algerien, die ein Abtreibungsrecht haben, ist es so, dass es kaum durchgesetzt wird, weil man eben sehr zurückhaltend ist mit dem Schwangerschaftsabbruch. Lebensschutz und körperliche Integrität, das kann man auch nicht deutlich genug sagen, weil sind hohe Güter im Islam, nicht verhandelbar für ernstmeinende Muslime und auch für die Rechtsgelehrten schon gar nicht. Also dass Menschentötung ist ein Unding. Muslimische Rechtsgelehrte, das habe ich gerade eben schon gesagt, die sprechen keine pauschale Erlaubnis vom Schwangerschaftsabbruch aus. Sondern nur eben in bestimmten Fällen. Und was man feststellen kann, dass es in der gesamten Bevölkerung gibt es ein Verständnis, dass Abtreibung mit dem Islam nicht vereinbar ist. Das ist eine Grundintuition, die äußert sich in Befragungen, die äußert sich auch in der Literatur, dass es nicht richtig ist. Aber trotzdem ist die Zahl illegaler Abtreibungen extrem hoch in den ganzen islamischen Staaten. Das hat auch seine sozialen Gründe.
das ist so ein Widerspruch. Aber diesen Widerspruch, den hat man nicht nur in islamisch geprägten Staaten, sondern auch in Afrika oder in Südamerika. Eine ähnliche Konstellation. Abschließen möchte ich mit drei Thesen, die vielleicht zur Diskussion beitragen können. In der juristischen Literatur oder auch in der politischen Literatur wird häufig gesagt, dass das restriktive Abtreibungsrecht in islamischen Staaten, dass das daher wird, weil die islamischen Staaten sich an Europa orientiert haben und dann einfach europäische Regelungen übernommen haben. Das sehe ich nicht so. Ich sehe da den Hintergrund von staatlich-nationalistischer Politik und einer Amalgamierung von nationalistischer Politik mit Islam. Denn wenn es so unglaublich europäisch gewesen wäre, was da auf einmal im Strafgesetzbuch drin steht, dann hätte man auch als ägyptischer Staat das Ganze schon längst getilgt. Also das, gerade auf kolonialistische Inhalte ist man sehr, sehr, sehr allergisch in der islamischen Welt. Und da hätte man das sicherlich, wenn mit dem Grundverständnis Abtreibung nicht vereinbar gewesen wäre, dann hätte man sie getilgt. Und das ist jetzt doppelt kosch. Ja, ist klar. Ein Grund auch, warum für diese Amalgamierung sehe ich als These, dass die westliche Welt eben Abtreibung als Verhütungsmethode propagiert hat. Wenn Sie sich die Propagandabroschüren der Befürworter von also auf der medizinischen Befürworter von Schwangerschaftsabbruch angucken, da sehen Sie Abtreibung als Verhütungsmethode. Das ist Abtreibung nicht. Und das sieht man als, sehen halt auch muslimische Gelehrte. Und das, da wird eben das gleichgesetzt. Eine westliche Haltung, offene Haltung zur persönlichen Entscheidung der Frau, wird dann gleichgesetzt mit dem Anspruch auf Schwangerschaftsabbruch. Die dritte These, jetzt weiß ich die nicht, jetzt kriege ich die in der Schnelle nicht mehr zusammen. Ich habe den Papier.